Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und heute möchte ich mir die Zeit nehmen, nochmal auf das Bildbearbeitungsprogramm Filmora Wondershare drauf einzugehen. Da hatten wir ja schon mal vor einiger Zeit ein Video zu gemacht. Da hatten wir sehr positive Resonanz und deswegen möchte ich da heute nochmal drauf eingehen. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Heute möchte ich euch mal an die Hand nehmen und zeigen, wie man zum Beispiel ein Reiseintro machen kann, beziehungsweise so ein Opener, so eine Einleitung für ein Video. Möchte ich kurz darauf eingehen, was da halt wichtig ist. Wichtig ist halt zum Beispiel, dass ihr direkt in den ersten Sekunden eure Community fesselt, kurz zeigt, worum es geht, wer ihr seid, so Eyecatcher machen, dass sie direkt gefesselt sind und weiter gucken wollen und auch natürlich dann in den ersten Sekunden halt reinpackt, worum es geht, wer ihr seid, was ihr macht und sowas halt. Genau, und dann habe ich mir heute mal ein bisschen die Zeit nehmen, würde ich gerne euch ein bisschen zeigen. Wir verlinken euch natürlich alles in die Infobox, wo ihr Filmora runterladen könnt. Da gibt es da eine kostenfreie Demo-Version, die könnt ihr mal ausprobieren, das kostet nichts. Da könnt ihr ein bisschen stöbern. Und ja, ich würde sagen, wir haben ein paar schöne Frequenzen rausgesucht, womit ich jetzt mit euch zusammen ein Intro basteln werde, möchte, ein bisschen zeigen möchte. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ihr klickt einfach auf den Link in der Infobox, kommt dann auf die Seite zum Download. Da könnt ihr einfach die Version von Filmora Wondershare gratis herunterladen und installieren. Habt ihr Filmora dann installiert und geöffnet, könnt ihr über Text einfach auf das Fenster Opener gehen. Sucht euch ein schönes Bild, was euch gefällt, aus, beziehungsweise ein Video, was ihr euch im rechten Teil anzeigen könnt. Oben zieht das einfach in die Spur 1, könnt dann einen Doppelklick drauf machen, könnt den Text beliebig verändern. Ich schreibe jetzt hier einfach mal die Michaela auf Tour rein. Dann habt ihr auf der rechten Seite, oh, jetzt habe ich mich verschrieben, auf Tour, genau. Könnt das dann einmal abspielen, euch mal angucken lassen, wie das dann aussieht im rechten Feld oben. Habt dann die Möglichkeit natürlich auch noch hier euch Musik zu hinterlegen. Da sucht ihr euch ein schönes Lied einfach mal aus. Könnt es auch gerne anhören. Je nach Länge halt dauert es ein bisschen länger, das dann herunterzuladen. Da wartet mal ganz kurz, zieht das dann in die Audiotonspur. Kürzt das rechts oder links entsprechend, wie ihr das halt haben wollt. Das hat passt. Die Lautstärke könnt ihr auch noch anpassen. Und kürzt das dann auf die Länge des Videos, damit das nach hinten raus nicht noch läuft. Und könnt das einmal, Moment, wo ist es? Da ist es. Einmal vorrendern, damit es halt ruckelfrei abläuft. Spielt es dann ab und dann habt ihr das Video schon fertig. Oh, und das war natürlich noch nicht alles. Wenn ihr es dann noch ein bisschen besonderer haben wollt, könnt ihr natürlich jetzt auch das machen. Das zeige ich euch im nächsten Step. Dann macht ihr einfach ein neues Projekt, sucht euch ein paar Videos auf, zieht die in die Spur 1 rein, könnt ihr einfach hintereinander erstmal einfügen. Wichtig hierbei ist nur, dass am Ende, jetzt habe ich das verschoben, ich muss das noch einmal hin und her, das ist problemlos möglich, wie ihr seht. Da ich jetzt mich im Intro nicht direkt am Anfang haben möchte, kürze ich jetzt einfach mal vorne raus, bis die schöne ungarische Landschaft zu sehen ist, schiebt mir das dann so zurecht, dass die erste Frequenz so 5 bis 6 Sekunden hat. Danach die Frequenzen sind dann nicht mehr ganz so wichtig. Wie lang die sind, die könnt ihr ruhig ein bisschen länger lassen. Genau, dann passt ihr das an auf die richtige Größe. Dann könnt ihr euch hier über Text und über 3D-Titel könnt ihr euch einen schönen Opener aussuchen. Ich nehme jetzt mal einfach hier den Retro-Style, ziehe mir den dann in die zweite Spur. Kann dann auch mit Doppelklick wieder die Schrift verändern. Da kann man immer ein bisschen ausprobieren. Ich schreibe jetzt einfach nur mal die Michaela da rein. Und das auf Tool lasse ich mal weg, sonst wird zu lang. Hier kann ich die Schriftgröße ändern, die Schriftform. Ich nehme jetzt auch mal eine andere, ein bisschen geschwungenere Schrift. Die hier sieht ganz gut aus. Dann kann ich hier zum Beispiel auch mit 3D-Effekten arbeiten. Probiere das einfach mal ein bisschen aus. Dann habt ihr die Möglichkeit, das auch noch natürlich ein bisschen nach oben zu ziehen, nach unten zu ziehen, wo ihr das gerne haben wollt. Hier sind die 3D-Effekte. Da könnt ihr dann ausprobieren. Das ist auch immer, kann man das mit dem Pfeil unten links wieder rückgängig machen, wenn es einem nicht gefällt. Die Farbe kann man aussuchen, die Schattierung.
Da hat man unzählig viele Möglichkeiten. Wenn man dann das Richtige gefunden hat, könnt ihr dann hier den Titel auf die entsprechende Länge eures Intros anpassen. Dann lasse ich das mal abspielen. Ich zeige euch das gleich natürlich nochmal am Ende. Genau, da könnt ihr das noch skalieren, größer oder kleiner. Wir lassen es jetzt nochmal vorrendern, damit alles ruckelfrei wird. Und dann lassen wir das einmal laufen. Zack, das sieht hier schon ganz schön aus. Ich werde es im Abspannen gleich nochmal im ganzen Video nochmal anfügen. Da könnt ihr euch das angucken, da könnt ihr auch auswählen, ob das im kleinen Video, im kleinen Feld nur oben da seht oder ob ihr das im Vollbildmodus macht. Genau, wie gesagt, probiert es mal aus, da habt ihr so viele Möglichkeiten. Und zu guter Letzt darf natürlich ein fetziger Song, ein fetziges Lied nicht fehlen. Ich nehme dasselbe von gerade nochmal, ziehe vorne wieder den Anfang weg, kürze das auf die entsprechende Länge, wie es sein soll und dann seht selber, Action Go! Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein wenig informativ, aufschlussreich für euch. Wenn ihr Lust habt, ladet euch mal die App runter. Ihr könnt es auf dem Handy machen, auf dem MacBook, auf dem PC. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Auf dem Tablet ist das alles gar kein Problem. Probiert es einfach mal aus. Wir verlinken euch alles in der Infobox. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Helfen euch gerne. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag und viel Spaß beim Filmora Wondershare Bildbearbeitungsprogramm.